Name ist Thomas Müller. Meine Sache hier, die ich gerade in Bewegung setze, die hat angefangen damit, dass ich meinen Dezemberlohnzettel in die Hand bekommen habe und habe gesehen, dass von meiner Leistungsprämie von den 2.866 Euro nur noch ein Nettobetrag von 1.300 Euro übrig geblieben sind. Ich habe mich auf gut Deutsch richtig kaputt darüber geärgert und in meinem Frust habe ich dann an einen offenen Brief an unsere Bundesregierung geschickt und habe damit bei Facebook einen Hype ausgelöst. Eine Lawine, die auf mich zugerollt ist, wo ich gar nicht damit gerechnet habe, dass sie so groß wird. Ein Brief mit über 100.000 Teilungen und Likes, keine Ahnung wie viel, und ja, Freundschaftsanfragen, Tausende, und wo ich gemerkt habe, mir geht's nicht alleine so. Dann habe ich mich dazu entschlossen, eine Gruppe zu gründen und habe mir auch ein bisschen Beistand geholt von Leuten, die sich mit sowas wohl eher auskennen wie ich, wie zum Beispiel der Thomas Brück. Ich habe mich direkt mit ihm telefonisch in Verbindung gesetzt und er hat mir auch da ein paar Tipps und alles gegeben, wie wir die Sache vielleicht noch weiterbringen können, dass viel mehr Leute, die so dran sind wie ich, damit auch irgendwas haben, an was sie sich klammern können. Und somit haben wir jetzt einfach gesagt, wir starten jetzt hier was und mal sehen, wie weit wir kommen. Mein Name ist Thomas Brück und ich bin Politikverdrossen. Genau genommen bin ich Politikerverdrossen. Jene Volksvertreter setzen sich überdurchschnittlich aus Akademikern zusammen. Den größten Anteil stellen Juristen dar. Viele Abgeordnete in den Parlamenten haben kaum oder nie einen Beruf ausgeübt und eine lupenreine Parteikarriere absolviert. Fern von der Lebensrealität wollen diese Leute dann über ein Volk und dessen Lebensrealität bestimmen. Warum sitzen keine Verkäuferinnen, Metallschlosser, Hebammen oder Busfahrer an diesen Schaltstellen der Macht? Die Antwort ist so einfach wie banal. Sie haben schlicht keine Zeit dafür, denn sie müssen sich jeden Tag um die eigene Existenz bemühen. Das ist ein Dilemma und führt zu sozialer Ungerechtigkeit und dem Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden. Persönlich verspüre ich den Drang, etwas ändern zu wollen. Die Aktion von Thomas Müller zeigte mir, dass es mir nicht allein so geht. Hallo Frau Merkel, warum ist das so? Gas, Strom, Wasser, alles wird teurer. Nur von meinem Gehalt bleibt immer weniger. Hallo, mein Name ist Ali Aslan und störend tut mich die aktuelle Lage der Regierung, sofern es eine gibt. Bei den Wahlkämpfen werden immer Sachen versprochen, die danach, wenn sie gewählt worden sind, nur 10% überhaupt realisiert werden. Also im Endeffekt werden wir verarscht. Wieso macht die Versprechungen, die ihr nicht einhalten könnt oder nicht wollt? Tja, das ist meine Frage und das, was mich stört im Endeffekt. I pride myself that I'm a prudent man and I believe that patience is a virtue. But I understand that politics is for some a game, and that sometimes the game is to stop all progress and then decry the lack of improvement. But let me tell you, far more important than my political future and far more important than yours is the well-being of our country.